Der Live hat uns einen Auftrag gegeben. Jorgensen kam zu Ohren, dass ein angeblich magischer Laut auf einem orientalischen Handelsschiff sei, welches von Korsaren angegriffen wurde. Er hofft inständig, dass sie für ihn die Laute aus den Trümmern zu ergattern. Dass sie für ihn die Laute aus den Trümmern zu ergattern. Na ja, gut, okay. Breitschuldiger Schiffszimmermann gibt es dafür rund 35 rum. Wo ist denn das gute Schiff? Ach, hier. Okay. Hier seht ihr schon ein paar Inseln. Brauchen wir dafür irgendwas? Nö. Ach, dann ist das. Ach, das ist dann schon. In der Kiste ist dann der Laut drin oder was soll das sein? Keine Ahnung. Den holen wir dann auf dem Weg auch noch direkt mit. Okay, 44 Tonnen hat sich das schon voll gelohnt mit den Lagerhäusern. Ich war bereit für ein Experiment. Eisenerz haben wir noch nicht. Ja. Izmir, der redet mir so ein bisschen. Izmich. Das dauert wahrscheinlich hier oben noch. Wir müssen geduldig sein. Naja, Kuno, komm, laber mich voll. Ich meine, du hast jetzt... Stimmt, du hast ja eben erst... Warst du das ja? Du hast ja die liebliche Harfe gefunden. Oh. Habe ich es jetzt gebaut eigentlich da unten? Nein, habe ich noch nicht, oder? Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Zack, jetzt ist es gebaut. Jetzt habt ihr auch noch euer Scheiß. Jetzt brauchen wir nur noch die Hanfplantagen. Anständige Kleidung, gutes Essen. Was will man mehr? Was will man mehr? Da hast du recht. Weißt du was? Ganz ehrlich, da machen wir Deine das doch jetzt. Produktion kommt auch zum Erliegen. Direkt, oder? Hier oben ist noch ein bisschen ein Platz. Ein Gewitter bedroht ihre Stadt. Kuhrast. Ja, Gewitter sind Naturkatastrophen, genauso wie Sandstürme etc. Es ist hier unten nicht so schön, weil es dann auch mal anfangen kann zu brennen. Oh, jetzt ist schon, ihr seht schon, es ist, es kann, wie gesagt, auch mal anfangen zu brennen. Das ist ganz schön blöd. Blitze schlagen nämlich dann in Häuser ein. Naja, wir wollen mal hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist, das Gewitter. Aber wenn wir hier oben einen Brand haben, ist das schon schlimm, weil wir das natürlich nicht mehr löschen können, ne? Man hört zwar die Blitze, aber man sieht sie noch nicht. Nun gut. Ist jetzt nicht ganz so... Da war schon wieder einer. Hoffentlich brennt es nicht, hoffentlich brennt es nicht, hoffentlich brennt es nicht. War jetzt nicht ganz so schlimm. Oder auch bei den Lagerhäusern. Gerade gebaut, schon abgebrannt. Gerade gebaut, schon abgebrannt. Ist eigentlich auch ein schöner Werbeslogan, oder? So. Zack, zack, wäre das auch gebaut. Lassen wir die Scheiße hier, wir lassen die Scheiße hier. Und beten zu Gott, dass er jetzt hier endlich mal... Wie kann ich helfen? Okay, wir müssen eh noch 2 Minuten warten. Ich glaube, wenn wir die... worum geht's gerade, Patricia? Wenn wir die Patricia haben? Rechts mit der Aufnahme. Aber es dauert ja noch ein bisschen. Oder mal schauen. Hier unten, dann bauen wir doch... Fangen wir hier halt an, nicht auf der anderen Insel. Bauen wir hier die hin einfach? Komm, machen wir. Wir bauen alles jetzt noch auf unserer Hauptinsel. War so nicht geplant, ist jetzt aber halt so. Oh, was war das jetzt? Mensch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, hier unten, genau. Sehr schön, dazwischen bauen wir dann direkt hier die Teile. Dann sparen wir uns den Rest. Oh, ist das schön, wenn man genug Werkzeuge hat, ist echt göttlich. Zack, 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 zack. Das ist so viel zur Hanfproduktion und zur... Was, Leinenkutten sind das, glaube ich, ne? Jo. Wo waren wir? Ach, wir hatten hier oben schon eins gebaut. Hatten wir noch nicht, ne. Können wir davon eins abreißen? Ich glaube, das reiße ich mal ab. So wichtig ist das nicht mehr. Und dann... Hier, zack, dann bauen wir das hier oben hin. Haben wir genug Werkzeuge? Müssten wir eigentlich haben. Mit Leinen, mit dem Hanf, den wir jetzt hier abbauen, können wir natürlich auch Seile herstellen. Machen wir aber jetzt noch nicht, ist noch nicht so wichtig. Und ich achte immer gar nicht drauf, ob das hier überhaupt anbaubar ist, aber ich glaube, es ist so gut wie auf jeder Insel hier oben, auf jeder großen Insel anbaubar. Hanf. Ja, so viel dazu, ne? Dann haben wir sogar bald Sie Patricia. Sie haben sich in die Gewässer der Korsaren vorgewagt. Ach ja, weil wir jetzt verbündet sind, Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Ja. Alter, wir haben zu wenig Geld. 2000 nur, verdammte Scheiße, das ist jetzt, Wie kann ich helfen? Seid mir herzlich gegrüßt. 50%. Der Kaiser wäre bestimmt nicht erfreut darüber. Freunde sind hier immer willkommen.
Bitte. Gib, ohne dich zu erinnern. Nimm. Euch zu sehen, erwärmt mein Herz. Ich überlege es. Ja, wir sind verbindet. Darf ich? Ja? Ja, du darfst. Ich sag nein. Ja, so witzig. Darf ich dir helfen? Ja, darfst du, aber... Ich nehme von dir, was mir zu was? Nicht. Das Problem dabei ist nämlich, dass wir dann einfach viel zu wenig Cola haben. Wir haben nur noch 4000. Und auch nur, weil uns der Großvisier gerade was ich habe beschert hat. Nein, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich tatsächlich zu wenig Ruhe. Willst du mich verarschen? Na gut, für 800 Goldmünzen kann ich schnell handeln. Ein gutes Gut. Oh. Ein gutes Gut. Ein gutes Möge der Hier kriegst du wieder. Eine Stimme dem Handel. Seid ihr in den willst du mich verarschen? Na gut, egal. Erstmal gucken. Ah, okay, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und dann machen wir ganz schnell mal den Auftrag. Nicht, dass ich den vergesse. Okay, ich glaube, ich würde sagen, dann machen wir wirklich eine Aufnahmepause, soweit wir... Die schönen Patrizier. Ich stimme dem Handel zu. 69 Minuten haben wir jetzt. Schön, dass du dem Handel zustimmst. Du bist mir egal. Nein, bist du nicht. Tut mir leid. Hier können wir wieder ein bisschen einfahren. Die blöden Korsaren wollen wir wieder hinfahren. Wenn wir, mit den, wenn wir das zahlen, könnten wir theoretisch auch Schiffe von ihm kaufen. Bei unserer derzeitigen finanziellen Situation glaube ich, dass er weniger hat. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist aber so. 0 Tonnen. Okay, wie viel... Ja, dann lauft los und holt euch was. Euer Bemühen wird eines Tages Früchte tragen. Ich hoffe es doch. Eine Tonne, wow. Okay, wie sieht's hier oben aus? Vielleicht da schon ein bisschen mehr? Ein bisschen was? Wo haben wir das überhaupt gebaut? Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Schon wieder? Oh ja, siehst du, jetzt ist das... Och, nee. Okay, du, komm ganz schnell zurück. Das machen wir aber noch. Wir holen uns hier schnell was. Dann können wir dann direkt eine neue Noria bauen. Oder weißt du was, wir holen uns das gar nicht, wir holen uns das hier ab. Wo ist denn unser Schiff jetzt überhaupt? Ach da, dann holen wir uns das da ab, dann holen wir uns nämlich die große Noria ab. Dann bauen wir die da einfach hin dafür. Warum gerade die Noria brennen muss, weiß ich natürlich auch nicht. Und das Gewitter kann mal auch langsam wieder vorbei sein jetzt. Okay. Würde mir gerade irgendwas ins Ohr flüstern. Gott meint es gut mit uns, auf jeden Fall. Nur noch 9%, dann können sie aufsteigen. Wie viel das werden, weiß ich noch nicht. Sehr schön, sehr schön. Und hier? Fängt das schon wieder an? Nee. Ah, auch schon 20%, sehr schön, das freut mich. Dann machen wir... Oh, haben wir jetzt so wenig Fisch, sehe ich gerade, weil wir ständig was verkaufen. Sieht so aus. 21 Tonnen, 20 Tonnen ist jetzt nicht die Welt. Ich lasse mal kurz so, wenn das weniger wird, dann können wir ja da immer noch was dran ändern. Dann machen wir auf jeden Fall Most, machen wir mal weg einfach. Kommt das hier hoch. Hier haben wir auch nur 20 Tonnen Fisch. Aber hier verkaufen wir auch ständig was. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Wir behalten das mal im Auge, wir müssen das eh im Auge behalten. Machen wir, wir behalten das im Auge, dann... Im Notfall bauen wir eben neue Fischer. Ach, da sind ja schon neue. Haben wir unten zufällig auch irgendwo an der Küste noch eins? Ja, das ist ein bisschen zu weit weg. Das auch. Das auch. Natürlich nicht. Naja, komm, weißt du was. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Bauen hier so einen schönen Weg noch hin. Alter, komm jetzt. Reg mich nicht auf und so kommt es weg, danke. Weil hier kommt eh noch irgendwann ein Marktplatz hin, dass wir hier noch Bürger hinbauen können oder Einwohner haben können. So. Okay, es brennt immer noch nur das eine da. Wie in Folge 2, glaube ich. Da hat es ja auch schon direkt gebrannt. Ja gut, das ist aber auch sofort weg. Kannst du jetzt bitte mal damit aufhören, ja? Ja, und sobald das weg ist, wird gleich hier ein riesen Fragezeichen auftreten. Ein Ausrufezeichen, dass keiner mehr das anbauen kann. Ja, was habe ich gesagt? Der Kreis müsste dann auch wieder langsam verschwinden. Aber direkt vor einer Sekunde zur anderen so ein verrottetes Feld.
Ist ja ein bisschen übertrieben dargestellt. Alter, wie viel Würze wir einfach haben. Ich würde das sagen, Gewitter ist vorüber. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Auf jeden Fall verkaufen. Hier auch auf jeden Fall verkaufen. Okay, wie lange dauert es noch?